Willkommen zurück. Dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Kommt drauf an. Wer sind Sie? Ich bin Agent Goon, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß vieles, Captain, aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Wo haben wir ihn getroffen gerade? Oh lol. Ja, Granaten. Was ich ganz gerne nochmal erzählen würde, was hier gerade so ein bisschen zum Thema passt, so Ruhe der Toten, ne? Also bei uns in Brand, wo ich halt wohne, Aachen-Brand, hier gibt es einen Park und dieser Park war halt früher mal ein Friedhof. Und direkt daneben ist halt eine Schule. Und in die Sporthalle dieser... Und in die Sporthalle dieser Schule ist wohl irgendwie... Beim Pfeiler! Und in die Turnhalle dieser Schule ist wohl irgendwie Dreckwasser gelaufen. Deshalb wollten sie sich eine neue Turnhalle bauen. Und haben halt, ohne die Familien der Toten zu benachrichtigen, einfach den Friedhof ausgebaggert, dabei jegliche Leichen und Gräber zerstört, um da jetzt eine neue Sporthalle zu bauen. Das finde ich ja, muss ich ehrlich sagen. Nehmt ihn, er führt zu einem Museum. Okay, geht klar. Triffst du ihn wirklich? Hey, wenn dir was Besseres einfällt, nur raus damit. Los, kommt mit. Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Das finde ich ja schon etwas bedenklich, muss ich sagen. Hat man auch. Wurde auch stark gegen protestiert hier. Aber es hat wohl nicht allzu viel gebracht. Aber wir haben doch auch eine Schalli für die, oder? Aber ich glaube, die macht dann weniger Schaden. Wo haben die denn hier ein schweres MG? Warum vertrauen wir diesem Gold eigentlich? Also ich weiß nicht, ob das so schlau ist, diesem Gold zu vertrauen, weil irgendwie... So, hier geht's wohl raus irgendwo. Oh, da war ein Gegner. Oh oh. Ja komm, renn doch! Kann ich ein bisschen schneller rennen vielleicht? Boah, dieser Typ nervt hier. Ah. Das ist natürlich von vorne bis hinten durchgescriptet, aber... Ui. Wie sieht's aus, Lugo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay, halt still. Bin gleich fertig. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend, dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ja. Ganz genau.
vielleicht Zeit zu verschwinden. Hab ein Transportteam gerufen. Es sind 8 Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmwand. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Ghul dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Captain hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir denen trauen? Ghul hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Und was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun. Also, Adams. Dein Auftritt. Ganz wie du meinst. Das Richtige tun. Die Frage ist nur, was ist das Richtige? Bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Oh, hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt! Da kommt ein Heli! Vorsicht! Lugo, stell die Verbindung wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht! Wo ist denn hier Deckung? Ja. Sieht nicht gut aus für Ghul. Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Ghuls Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Hey, wo sind jetzt meine Begleiter hier? Hey, hier. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Wie denn? Was bedeutet das denn? Ihr zwei haltet Abstand. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Haltet euch an mich, vorwärts. Einen Ausblick haben wir schon mal gefunden. Eine Spur von Ghul? Ja. Die 33. hat ihn da unten umzingelt. Uncool. Boah. Scheiße. Siehst du, wo Ghul hin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter. Vielleicht ist er verletzt. Wie kommen wir denn runter? Tourismus legt um sagenhafte 3000% zu. Dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubaier dies zu sagen. So ein Arschloch, dieser Moderator. Revolution. Ein Scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. Wenigstens die Krähen verhungern nicht. Also auf diesen Radiomoderator habe ich jetzt schon so einen Hass irgendwie. Geier. Er trägt Army-Sachen. Der ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Na komm, springen. Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten. 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Kontakt! Scheiße! Feuer eröffnen! Feind bewegt sich! Vorsicht! Er ist ungedeckt! Ich glaube, wir spielen hier lieber mit der UMP. Hab einen! Oha, da oben ist auch noch einer. Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Ja, nicht mehr. Noch mehr in die Absperrung! Hä, wo? Auf Entfernung lieber wieder M4. Hä? Ah, da oben. Feind bewegt sich! Ah, für die UMP haben wir noch ein bisschen was Neues bekommen. Ja.
Hä? Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, doch. Hupsa. Ja komm, lag schon nach. Scheiße, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Aber die auch nicht. Ja, wir kriegen die hier langsam. Funktioniert das hier, dass wir die hier langsam niederkriegen? Lade nach, seid wachsam! Ja, Lugo ist auch noch da. Der ist schon mein Lieblingscharakter geworden, der Lugo. Wie kommen wir hier raus? So. Das ist wahr, aber die haben ja noch so eine MG. Oha. Keine Sorge, die kommen wieder. Hey Arschgesicht, die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Uiuiui. Wir kennen den Typen, also. Geht's hier weiter? Ich glaube schon. Oh Gott. Gould führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Er ist trotzdem ziemlich uncool hier. Wartet mal. Riecht ihr das? Ja, Leichen. Wir stehen hier knietief in Leichen. Klar rieche ich das. Nein, nicht das. Sondern? Alter. Soldaten vor uns. Scheiße, schwere Truppe. Nach und nach gibt mir Deckung. Unterstützungsfeuer. Boah, das ist allerdings ziemlich uncool. Der Kampf war vorbei. Es ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? Ich glaube, wir nehmen es mal lieber die M9 hier. Oder nee, wir nehmen es die hier. So. So eine MG ist ja auch mal nicht schlecht. Jetzt haben wir hier die UMP und die MG. Na, okay. Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein, ich hab nichts getan. Oha. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße, wenn Agent Gould tot wäre. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift... Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um Ihrem Partner Agent Ricks zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay.
Der nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los. Nein, 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 nein. Scheiß drauf. Ich schalte ihn aus. Warte den Befehl ab. Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist ganz meine Meinung. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain. Wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. Schießen wir. Auf den Weg! Der ist... Wir müssen Gould retten. Ja. Kontakt! Lade nach! Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Look up, beschützt Gould! Alles klar! Agent Gould! Delta Force, kann sein! Alles wird gut! Ich glaube... Ich hoffe, die Zivilisten sind am Leben geblieben, aber... Aber er hat recht, also die Mission ist wichtig und Agent Gould wäre gestorben, wenn wir nicht geschossen hätten. Also, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Boah, die ist auf Entfernung einfach nur so scheiße, die Waffe hier. Alter. Kopfschuss, sehr gut. Noch ein Kopfschuss, auch sehr gut. Komm, wir laden erstmal nach. Sie bewegen sich. Ziel am Boden. Okay, wir räumen hier ganz langsam auf. So, waren das alle? Ich glaube fast ja. Ich glaube aber, wir brauchen. Feind ist tot! Sie bewegen sich! Wir müssen uns. Wir müssen uns bald eine neue Waffe schnappen. Ich glaube, das waren alle. Adams, Walker, hierher, Beeilung! Wer hat denn hier noch was Schönes rumliegen? Noch eine M4? Ja, kann dir nicht schaden. Und hier nichts? Okay, und hier? Auch überall nichts? Okay. So, jetzt werden wir mal zu Gould gehen. Walker, hierher! Ja, ich bin hier unterwegs, ganz ruhig. Alles in Ordnung. Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße! Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Goulds Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Gould war sogar bereit dafür zu sterben, Lugoch. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung.
Bis zum nächsten Part. Tschüss und auf Wiedersehen.